Ich dachte erst, weil so ein Terroristenband oder so, also dass mehrere gewesen wären. Und dass ein Einzelner gewesen wäre, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also. Er sah auch ganz anders, also sah auch freundlich aus eigentlich. Man hätte sie nicht angesehen. Ich glaube, ich hätte als erstes gedacht, die Al-Qaida bestimmt. Ja, sicherlich. Weil sie eigentlich immer als erstes beschuldigt werden oder weil es sowas Typisches war, so ein Bombenanschlag und der immer relativ oft da passiert und die Al-Qaida oft dahinter steckt. Aber die haben es eher auf die Amerikaner abgesehen, denke ich mal. Weil die haben nichts mit den Norwegern am Hut. Nein, also ich denke, es ist einerseits schon ein bisschen naheliegend, sowas zu denken, weil es gibt ja wirklich islamistische Anschläge. Andererseits glaube ich auch, es ist ein bisschen einfach sich das einfach machen, dass man gleich wieder sagt, ja, waren die Islamisten. Also das ist, glaube ich, ein bisschen sehr schwarz und weiß Malerei. Man denkt es halt nicht von so einem typischen, keine Ahnung, eigentlich so ein einfacher Bürger, der dann eigentlich voll unauffällig so und dann plötzlich so aus dem Hinterhalt. Ich weiß nicht. Jeder kann das sein. Es kann hier irgendwo einer auf dem Alexanderplatz sein. Naja, vielleicht ist es auch, dass die reicheren Leute, dass es schwieriger ist, für manche Freunde zu finden. Oder ich weiß nicht, war es ein Einzelkind? Oder es ist ja auch manchmal so, dass halt Einzelkinder schwieriger haben, sich Freunde zu finden. Aber ich glaube nicht, dass es auch mit den Verhältnissen was zu tun hat. Also ich glaube auch die Mittelschicht, da gibt es auch Leute, die sich isolieren. Ja. Es könnten aber auch diejenigen sein, die vielleicht irgendwie sozial irgendwie ausgeschlossen werden oder so. Man hört ja oft von sowas, also zwar nicht so häufig, aber man hört schon von sowas, da kriegt man natürlich Angst vor so Anschlägen, das ist klar. Ich glaube, man denkt einfach nie daran und man ist es sich nicht bewusst, wenn nicht sowas direkt in der Nähe passiert. Ja, sowas kann man ja nicht verhindern, dass irgendeiner mit einer Knarre kommt. So, da kann man jetzt doch so viel über Sicherheit diskutieren und so, was jetzt auch kommt wahrscheinlich, aber... Ja, man weiß ja nie, was in den anderen Wänden so vor sich geht. Ja, man sollte jetzt keine Angst haben, so zu Hause sitzen und so. Kann überall passieren, kann in der U-Bahn hier in Berlin passieren oder woanders. Also Angst brauche ich immer nicht, aber wenn es passiert, dann hat man sowieso keine Chance mehr. Es wird immer sowas geben und es ist, man kann nicht jeden überwachen. Das wäre dann, wäre dann wieder einfach so, dass das geht nicht. Also man kann ja nicht zu jedem reingehen, wir denken jetzt aber, ihr plant einen Anschlag und dann einfach, also ich glaube nein.